geht schon los. Ja, Ike gegen Pokémon-Trainer. Wirklich auch sagen, beide Germains, glaube ich. Also von S-Gang weiß ich, glaube von Rock weiß ich das nicht so ganz. Aber. Ah. Ja, niemand will irgendwas riskieren. Oh, Gaspar die Becker. Oh, ja, 38%. Und Garruk S-Gang die ersten Prozente. Kurzer Auswärtskommentar hier. Ja, Rob auf jeden Fall sehr guter Pokémon-Trainer-Main hier. Ist immer besser geworden, so mit der Zeit. Ja, stimmt. Hab ich am Anfang nur so am Rande wahrgenommen, aber ja, inzwischen echt sehr gut geworden und nicht nur in Singles, sondern auch in Doubles, wie man gerade gesehen hat. Also ihr nicht, aber wir. Das war sehr, sehr spannend. Ja, das war so gut. Skeddy und Beißel ja eigentlich ein eingespieltes Team. Auch erster Stock an SDN. Aber gut, gespielt bisher von Rob. Vor allem, glaube ich, sein Squirtle ist echt ziemlich gut, ne? Mhm. Oh, oh mein Gott. Mein. Da kriegt er echt einfach die Down-Air. Sauber. Ja, S-Gang auch einer, definitiv einer der Besten hier. Ja, also SDN hat so auf jeden Fall die meisten Siege bei NEZ. Insgesamt weiß ich nicht. Also wenn man jetzt aber diese NEZ Risings hier nimmt, das ja, gar, ist ja jetzt Nummer 12, da safe. Also Ruven hat letztes Mal gewonnen. Robin GG davor. Beißel hat auch einmal gewonnen. Beißel hat einmal, hat Nummer 7 gewonnen, aber ansonsten vielleicht hat Rufen noch ein oder zwei sonst gewonnen, aber mindestens 5 Stück hat SDN auf jeden Fall schon gewonnen. Mhm. Und das sollte auf jeden Fall... Oh! Oh! Okay, das wird hier doch nochmal ganz spannend. Ja, auf jeden Fall. Also das kannst du mit... Das kannst du mit Squirtle halt wirklich machen. Oh mein Gott! Oh, zu früh! Oh, du kannst Ike richtig abusen. Ja, das hätte es eben gerade sein können. Das könnte es auch jetzt sein. Das könnte... Oh, oh, ich dachte, mein da kommt Gott. Das Water wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das könnte jetzt jede Sekunde enden. Oh! Oh! Okay, Switch. Mal schauen, ob er das auch mit Ivysaur machen kann. Oder ob er wirklich... ja, den Trick... Der ist gut, der Trick, aber wenn man ihn kennt... Oh oh. Oh oh. Oh, yeah. Oh, die hat gerade so verfehlt. 86% ist aber auch sehr früh, ne? Mm. Um zu killen. Und Ike ist auch noch ein Heavy, also ich glaube, der wäre nicht weg. Nee. Ja, ich glaube, ein Spike wäre da eher wahrscheinlich. Pokémon Trainer. Oh, oh, ja, Dash Attack. Ja, das war's. Okay, ich muss einmal wieder in die Production. Das war das erste Match. Oh mein Gott. Ja, S-Gang definitiv hier. Ein Favorit. Gott, Gott, Gott. Ja, mal gucken, auf welcher Map Spiel 2 Skak finden wird. Vielleicht sehen wir ja eine neue Map oder wir sehen wieder eine altbekannte Map. Vielleicht sehen wir auch so, keine Ahnung, sowas wie Hogo Bashen könnte ich mir vorstellen. Oh, es ist Smashville, okay. Eine etwas kleine Map. Jo, moin Najimat. Läuft gut heute. Wir haben mit Doubles angefangen mal, weil das immer so eng wurde. Und ja, jetzt im Moment sind wir in Winners Round Nummer 2 und wir spielen alles Best of 5. Also kann man auf jeden Fall ein bisschen Tiefe, ein bisschen mehr Tiefe von den Matches erwarten, einfach weil die Leute besser adapten können. Und ja, im ersten Game hat Rob das auf jeden Fall sehr knapp gemacht. Die Aquaknarre war so gut. Ja, auf jeden Fall. Oh, Becker. Sollte er nicht vergessen, aber jetzt gerade SDN super dominant. Gegen ihn zu adapten ist auch super schwer. Also er selbst ist halt wirklich richtig gut da drin. Oh. Ich finde auch... Oh, oh, schön gewartet. Ja, wirklich. Ich finde aber auch Ike's Aerial klingt super gut. Ja, auf jeden Fall. Aber weißt du, wenn du Ike siehst, so, wer spielt Ike? Mhm.
Also es gab ein paar in Deutschland, so drei oder vier vielleicht, aber die spielen jetzt nicht mehr wirklich aktiv. Und SDN ist so fast der einzige in Deutschland, der noch richtig gut ist. Also Ike ist so ein Charakter, den unterschätzt man immer, weil ja, der ist ja eh langsam, der kann ja nicht so, ja. Aber der kann richtig viel. Ja. Das also beweist SDN auch hier. Ja, am Anfang war er sehr, wurde als High-Tier betitelt, aber das war ganz am Anfang. Mhm. Ja. Da hat MK Leon gespielt, hier die Dash-Attack, holt noch einen Stock von Rub runter. Und ja, inzwischen ist er auf jeden Fall ein bisschen weiter in der Tierlist gesunken. Ich würde sagen, so noch nicht mal A-Tier oder sowas, sondern eigentlich eher so B oder C. Mhm. Obwohl er halt wirklich echt auch ein sehr solider Charakter ist. Und ja, Spieler wie SDN beweisen das auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht, ob Takeo noch aktiv spielt, aber der war auch sehr gut. Eldigan, kann ich mich noch dran erinnern. Aber alle nicht mehr so aktiv einfach. Ist generell so. Also so die nächste Generation von Smash-Spielern ist auf jeden Fall auf dem Weg. Also von den Ikes in Deutschland kenne ich halt nur SDN noch. Ja, also mir fällt jetzt so auch keiner ein. Ich glaube, da gab es noch so einen online. Ich glaube auch. Aber ich komme nicht auf den Namen. Oh. Ja, jetzt gerade durch True Force, DSDT und diese ganzen Turniere sind da doch sehr viele neue, junge Spieler dazugekommen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Das ist immer schön, wenn neue Gäste kommen. Ja, ich glaube, das Game geht nicht mehr so lange. Ich gehe mal wieder in die Production. Oh, gerade wo du es gesagt hast. Ja, auf Ankündigung, das Game geht nicht mehr so lange. Es ist echt nicht mehr lange gegangen. Garuk SGN gegen zweiten Sieg. Das war ein bisschen lustig. Oh Gott. Ja, ein Charakterwechsel, denke ich, kommt nicht. Das wäre dumm, aber sie bleiben jedenfalls auf der Map. Auf dem Charakter. Welche Map kommt, weiß ich nicht. Und es wird Vega Smashville, okay. Da kommt der liebe Cobra auch Vega. Ja, wir machen hier eine Doppelschicht. Produktion, Kommentator, TO. Eieiei. Aber im Moment alles entspannt. Ich habe auch in diesem NEZ auf jeden Fall mehr als doppelt so viel gespielt als bei den letzten beiden zusammen. Also, das war nice. Mhm. Da kann ich auch Spaß kriegen. Ja, ja. Aber auch in den Sets. Also, wie gesagt, mir gefällt einfach das Format Best of 5 viel besser als Best of 3. Oh, der F-Smash. Oh mein Gott. Also Rob ist auf jeden Fall noch im Game. Ja, Rob hat aber schon ein Game verloren wegen der Up-Air von Ike. Aber also SDN spielt aber auch gerade nochmal ein bisschen anders als sonst. Also schon. Oh mein Gott, kannst du das weitergehen? Das meine ich. Also da sitzt irgendwie gerade alles. Das ist schon krass. Also der hat irgendwie so schon das nächste Level gerade erreicht. Alter. Der ist in der Zone. Ich muss gleich nochmal in den Chat gucken. Ich habe hier gerade den Chat nicht vor mir. Aber ihr könnt uns gerne sagen, was für Sets ihr gerne als nächstes sehen wollt. Weil dann versuche ich das mal zu organisieren. Oh. Oh, ja. Er bekommt ihn. Okay. Er hat's geschafft. Hey, you know, weißt du noch? Zwei davon und dann steht es hier 2-1. Dann sehen wir hier noch ein Game. Es ist möglich. Es ist möglich. Aber es ist auch immer so, dass Ike's Recovery unterschätzt wirkt, aber geht gar nicht mal so schlecht. Ja, er hat mehr als einen Weg zu recoveren auf jeden Fall. Ne? Also es gibt halt die Up-B, die Side-B und er macht auch gern mal einen Air-Dodge. Mhm. Da muss man den Charakter schon sehr gut kennen, um ihn zu gimpen. Wenn ein Spieler wie SDN dahinter sitzt. Mein Gott, die typische SDN-sche Dash-Attack. Er gibt noch. Oh, das ist der Tod, oder? Nee. Oh, okay, kommt er wirklich noch ran. Oh, jetzt ist scary. Oh, schön. Schön. Kann er hier vielleicht noch eine Berg erlanden? Oh. Gas ist Gekkel? Nee. Nicht auf Glurak. Okay, kommt er hier nochmal bei Bisak Mask und Shiggy hat das gekillt. Ja, Gas das war's. Killt. Okay. Das war's. Das ist das 3-0 für SDN. Starke Leistung SDN vom First Seed. Hat Dominanz bewiesen.